Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Wie im letzten Video schon von mir angekündigt, habe ich bei Rebuy Bar wieder bestellt und das Ganze ist angekommen. Und was da drin ist, würde ich jetzt gerne mit dir zusammen auspacken. Also würde ich sagen, wir starten einfach mal durch mit dem Unpacking mit von Rebuy. Viel Spaß dabei! Wer mein letztes Video gesehen hat, nämlich die Leseliste für den Januar, hat da schon gesehen, dass ich was bei Rebuy bestellt habe. Da habe ich das nämlich schon angekündigt, dass ich mir ein Buch unbedingt diesen Monat noch zulegen und lesen möchte. Und ja, das ist das ausschlaggebende Buch gewesen, weswegen ich überhaupt bestellt habe. Habe natürlich ein paar mehr Sachen noch mitgenommen, weil es sich einfach nicht lohnt, nur ein Buch bei Rebuy mitzunehmen und dann 3,99 € zu bezahlen an Versandkosten. Ja, von daher habe ich noch ein bisschen rumgeguckt und da sind mir doch noch ein, zwei Bücher, drei, naja, es sind am Ende 9 geworden, die mitkommen durften, weil sie gut klangen und ja, einfach was für mich sind. Und ein Buch ist auch für meine Tochter. Wir schauen mal ins Paket rein. Die haben jetzt irgendwie so ganz andere Pakete. Von daher, ja, schauen wir mal. Der erste Blick. Schon ganz gut. Und da ist schon das erste Buch dabei, weswegen ich überhaupt bestellt habe. Ich habe nämlich den Kaufalarm aktiviert und wurde benachrichtigt, sobald das Buch wieder im Sortiment ist. Und dann musste ich natürlich sofort zuschlagen. Ich habe gehofft, dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, dass da der Kaufalarm bimmelt. Aber es ging dann doch schneller als gedacht. Und ich freue mich total, weiterlesen zu können bei der Reihe. Wow, es sieht auch richtig schön aus. Ja, Infernale, der zweite Band, Rhapsody in Schwarz. Tolles Cover. Und ja, ich bin so gespannt, wie es weitergeht mit Davy. Und ja, wie das alles ausgehen wird. Ich freue mich sehr auf das Buch und es sieht richtig gut aus. Schutzumschlag top. Ja, hier unten ist nur ein bisschen schmutzig. Und ja, das Lesebändchen ist halt ein bisschen zerflettert, aber auch nicht weiter tragisch. Richtig schön, es fässt sich auch total schön an. Und ja, perfekt. Ich freue mich sehr und es wird definitiv das nächste Buch sein, was bei mir, ja, was ich aufschlagen werde und lesen werde. Da habe ich richtig Bock drauf. So, was habe ich noch mitgenommen? Es ist so eine kleine Fangirl-Bestellung, muss ich sagen. Und unter anderem durfte auch mit das inoffizielle Harry Potter Lexikon, alles, was ein Fan wissen muss, von Acromantula bis Centaur. Ja, und ich fand, das klang einfach super und da wollte ich doch gerne mal reingucken, weil ich aktuell ja wieder im Harry Potter Fieber bin. Ich liebe auch den Podcast Hagrids Hütte mit Manu und Nichel und ja, da bin ich gerade wieder total im Fieber, habe deswegen auch das Hörbuch im Dezember gehört. Nee, im November war das. Genau, im November habe ich das Hörbuch, den ersten Teil gehört und ja, war dann wieder so ein bisschen angefixt und deswegen durfte das mit. Und auch das sieht super gut aus, also nichts dran, keine Leserille, alles tip top. Ich freue mich sehr. Weiter geht's auch mit einem Buch, was ja, ich unbedingt haben musste. Und zwar das offizielle Buch zum Film Die Tribute von Panem Catching Fire. Das Buch zum Film vom ersten Teil habe ich ja schon und ja, musste jetzt unbedingt mir mal den zweiten gönnen. Und das habe ich hiermit getan und ich freue mich darüber auch sehr, da reinzugucken und nochmal so ein bisschen Panem Duft zu schnuppern, Panem Gefühle aufleben zu lassen. Man kann ja da
Ich finde das super spannend, gerade auch wie Filme gemacht werden und wie das so hinter den Kulissen eventuell aussah und was generell dazu zu sagen gibt. Ja, tolle Filmbilder auch drin. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf und ja, sieht auch sehr, sehr gut aus. Es wurde gelesen oder auf jeden Fall gelagert, aber alles wirklich ein sehr guter Zustand. Alle Bücher, die mitgekommen sind, haben den Zustand sehr gut von mir erhalten. Nicht von mir erhalten, sondern den habe ich genommen. Und ja, ich meine, das war auch ein sehr guten Zustand. Und das ist es auch. So, dann kommen wir mal zu dem Buch für meine Tochter. Das war nämlich auch das teuerste. Aber ich musste es einfach mitnehmen, weil sie einfach Riesenfan von dieser Serie ist und damit ein richtig dickes Buch hat. Und zwar das ultimative Paw Patrol Vorlesebuch. 16 spannende Einsätze mit den Fellfreunden. Ja, meine Tochter ist ein riesen Paw Patrol-Fan. Sie liebt diese Hunde einfach. Und das ist wirklich ein richtig dickes Buch. Das hat mir gute 15 € gekostet, also nicht viel vom eigentlichen Preis entfernt, nämlich 18 € kostet es neu. Aber sie liebt diese Hunde einfach so. Und ich dachte, das ist mal ein richtig schönes, dickes Buch mit vielen Seiten zum Lesen. Sonst haben die Bücher immer nur so 4, 5, 6 Geschichten maximal. Und jetzt haben wir hier gleich 16. Und ja, ich hoffe, dass sie lange daran Freude haben wird und wir viel vorlesen können, bis wir es nicht mehr hören können. So ist es aktuell. Ja, und es sieht auch top aus. Also nichts kaputt, alles, wie man sich das wünscht für so einen Preis. 15,50 € oder sowas habe ich dafür bezahlt. Und ja, ich bin begeistert. Es ist sehr hübsch, sehr schön und meine Tochter freut sich hoffentlich. So, dann haben wir noch ein Fangirl-Buch. Ein bisschen komisch hier zu drehen. Ich habe jetzt heute mal im Wohnzimmer, weil meine Tochter oben schläft und meine Bibliothek oder mein Drehort ist halt direkt neben ihrem Zimmer. Und damit es sie nicht stört, sie mich nicht stört, bin ich heute mal hier im Wohnzimmer. Genau, und das nächste Buch, was ich mir mitgenommen habe, ist auch von Die Tribute von Panem, und zwar die Philosophie bei Die Tribute von Panem. Hunger Games, Liebe, Macht und Überlegen. Also die ganze Geschichte mal philosophisch betrachtet und wirklich so über Fragen nachzudenken, wie welche Rolle spielen normale moralische Regeln in der Arena? Darf Unterhaltung auch gefährlich sein? Und wenn ja, warum kann es uns gefallen, anderen dabei zuzusehen, wie sie leiden? Wie können wir zwischen Realität und Fiktion unterscheiden? Kann Philosophie Katniss helfen, sich zwischen Peter und Gale zu entscheiden? Und noch so ein paar andere interessante philosophische Fragen, die die Tribute von Panem einfach aufwerfen. Und ich hatte damals schon die Philosophie in Twilight. Das fand ich nicht ganz so gut, aber da war ich auch noch etwas jünger und ich hoffe, dass ich jetzt mit ein bisschen über 30 da noch mal einen anderen Blick drauf habe als mit Anfang 20. Auf philosophische Fragen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Und auch dieses Buch ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Hier vorne ist es ganz leicht geknickt, aber auch nicht weiter dramatisch. Der Rücken ist nicht durchgebrochen. Es hat noch sehr schöne weiße Seiten. Und ich nehme an, es hat auch, ja, wurde gut gepflegt. Ja, gut, hier ist es, der Umschlag ist hier ein bisschen eingedellt, wie man jetzt sehen kann. So ein bisschen. Ne, das kann man nicht gut sehen. Fällt aber auch nicht groß auf. Also nur, wenn man es so ein bisschen gegen die Sonne hält. Also auch eigentlich gar kein Problem. Ich finde es nicht schlimm und freue mich einfach drauf. Es ist schon sehr spät übrigens. 22:06 Uhr, aber ich musste das Video jetzt einfach drehen, damit ich endlich an diese Bücher komme und sie mir angucken kann. Dann das nächste Buch habe ich einfach aus Jux mitgenommen, weil es sich gut anhörte und vielleicht mal ein bisschen was anderes wieder ist.
Und zwar Generation Wickeltasche, die neue Lust am Muttersein, Begegnung mit jungen Frauen. Und da werden so ein paar Muttergeschichten erzählt, wie es anderen Müttern geht. Das finde ich immer sehr spannend. Und ja, so ein paar Muttergeschichten eben. Das Buch hat hier einen leichten, das sieht man gar nicht gut. Ich hätte vielleicht auch mal noch mein Ringlicht aufbauen sollen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut sehen und die Bücher auch. Und ja, habe ich einfach mal Lust reinzugucken und habe es einfach, weil es günstig zu haben war, mitgenommen. So, dann habe ich noch ein kleines Mini-Büchlein. Fand es als Inspiration aber ganz toll. Und zwar Geburtstagswünsche für dich von der Grafikwerkstatt Bielefeld. Sagt vielleicht vielen was, da gibt es ja auch tolle Postkarten von. Und das ist so ein Büchlein, wo eben Geburtstagssprüche drin sind. Und weil ich ja auf Arbeit unsere Geburtstagskartenschreiberin bin, brauche ich immer mal so ein paar schöne Ideen, schöne Verse, um da einfach die Karten nett zu gestalten. Und ich denke, das Buch kann mich da auch ein bisschen unterstützen, ein paar schöne Ideen geben. Und ja, so. Noch ein Fangirl-Buch. Und zwar The Hunger Games, die Tribute von Panem, das offizielle Handbuch zu den Tributen. Fand ich auch ganz spannend, dass da die Tribute drin sind, von denen man so hört. Und auch generell, was die Distrikte, hier ist eine Seite, was die Distrikte im Prinzip ausmacht, was sie tun, worin ihr Sinn besteht und generell auch noch andere Darsteller, die auf jeden Fall im ersten Teil vorkommen. Ja, mag ich einfach mal ein bisschen durchschmökern und das ist halt was sehr Kurzweiliges und ja, muss einfach in meiner Panem-Sammlung dabei sein. So, und dann haben wir noch einen Auftakt einer neuen Reihe. Aber ich habe es auf der Wunschliste gehabt und wollte hier unbedingt mal reinlesen und deswegen habe ich mitgenommen Chris Meyer, der Blutkünstler. Ich fand das Cover einfach mega ansprechend und auch der Buchschnitt ist nicht zu verachten. Das Böse hat einen neuen Namen, der Blutkünstler. Tom Bachmann seziert Seelen von Mördern, Psychopathen, Sadisten. Er ist ohne Zweifel der beste Profiler seiner Generation. Doch nun bekommt er es mit einem Killer zu tun, der dem Wort Grausamkeit eine neue Dimension verleiht. Der Blutkünstler foltert seine Opfer lange und ausgiebig, ehe er ihre Körper dazu benutzt, um etwas Großes zu erschaffen. Ein Kunstwerk. Ein Vermächtnis. Ein Farbenspiel aus Fleisch und Blut. Tom Bachmann, der Seelenleser des BKA, setzt alles daran, den Blutkünstler zur Strecke zu bringen. Dabei muss er sich einer verstörenden Wahrheit stellen, einer Wahrheit, die erklärt, warum er der Einzige ist, der den Killer aufhalten kann. Und klingt einfach richtig, richtig gut und noch was für mich. Und ja, möchte das gerne mal entdecken. Diese Thriller-Reihe mit Tom Bachmann, ja, mal wieder eine deutsche Reihe. Und ja, ich kann einfach von Thriller nicht genug bekommen und deswegen musste auch mal wieder was Neues in mein Regal einziehen. Und ich hoffe, es wird mir sehr gefallen. So, der Karton ist leer. Und das war doch mal ein richtig schnelles Unpacking, würde ich sagen. Na gut, meistens habe ich ja noch mehr Bücher und noch mehr zum Vorlesen. Das habe ich heute ein bisschen kurz und knackig gehalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz doll Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem, trotz der Lichtverhältnisse, einigermaßen gut gesehen. Und habt ihr eins der Bücher schon gelesen, die hier bei mir eingezogen sind? Seid ihr auch ein Tribute von Panem-Fan oder ein Harry Potter-Fan? Das würde mich immer interessieren. Schreibt es mir gerne und ansonsten lasst was Nettes da oder wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.